Für mich ähnelt es einem Hollywood-Drehbuch. Das Ganze ist wie ein Live-Film, der schon seit 4,5 Jahren läuft und dessen Hauptfigur ich bin. Lächerlich. Was ist mit der Unschuldsvermutung? Genau. Schuldig, bis sie die Schuld beweisen. Das ist doch verrückt. Wir Nachbarn wussten nur, dass dort ein sehr großes Haus stand. Es war eher versteckt, aber es wurde auffälliger, als sie anfingen, die Steinmauer darum zu bauen. Es gab viele Gerüchte darüber, wer dort einziehen würde. Unser Lieblingsgerücht war, dass Tom Cruise dort ein Scientology Center einrichten würde. Das fanden wir aufregend. Dann kam dieser Typ an, der seinen Namen zu .com geändert hatte. Das war interessant, aber wir haben ihn kaum gesehen. Dann wurden die Kameras aufgestellt. Ich habe mich immer gefragt, ob wir abgehört oder beobachtet wurden. Es kam nicht gut an in der Gemeinde. Und dann haben wir uns genauer mit der Vorgeschichte beschäftigt. Wir waren überrascht, wer da in Coatesville gelandet war. Ich forschte nach, wer unser neuer Nachbar war und besuchte diverse Webseiten. Es erschreckte mich immer mehr, was für ein Mensch da in unsere Gemeinde kommen würde. New Zealand is at the center of one of the world's biggest internet piracy investigations. Police conducted dawn raids on behalf of the FBI. Kim.com, the founder of massive file sharing site Mega Upload, was arrested. The notorious Dr. Evil of the information highway. Internetmillionär Kim Schmitz in einen panic room geflüchtet. Some say he's a criminal mastermind, others an online innovator, but he has to be the most wanted man online. Immer. Und ich habe ihn halt immer nicht reingelassen. Habe ich ihn einfach mal nicht reingelassen. Was ist der Grund, warum du mich nicht reinlässt? Weil der Kim hatte damals einen weißen Anzug angehabt. Es hatte schon eigentlich was Skurriles.
dann habe ich ihn angeschaut und dann habe ich zu ihm gesagt, du, ganz ernsthaft, ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Dann sagte er, ja, also wenn du es nicht weißt und du bist derjenige, der es aber zu entscheiden hat, und irgendwie habe ich mir gedacht, eigentlich ein witziger Kerl. So kam das Ganze halt zustande. So habe ich Kim eigentlich kennengelernt. Ja. Ich wusste immer, dass er etwas mit Internet zu tun hatte. Das wusste ich. Ich wusste nicht exakt, um was es ging. Ich war ein Hacker. Hacker waren Zauberer. In jedem System, in jedem Netzwerk findet ein Hacker sofort Schwachstellen. Und ich kann das besonders gut. Ja, es ist ARD New York. Ja, wunderbar. Hier ist Kimball. Kostet das Gespräch wirklich nichts? Tatsächlich, der Gebührenzähler bleibt auf Null. Eine Sensation. Kim Schmitz war nicht seine einzige Identität. Er wurde zu Kimball, nach Richard Kimball aus dem Film Auf der Flucht. Er behauptete, er hätte sich ins Pentagon gehackt und habe die Bonitätsbeurteilung mehrerer Regierungschefs auf Null gesetzt. Es gab viele Geschichten, die manche Leute nicht glaubten. Sie wirkten sehr fantastisch und wie eine Hollywood-Version von einem Hacker. Mein Eindruck war, dass er ziemlich viel herumprahlte für jemanden, der in einigen Fällen eindeutig gegen das Gesetz verstieß. Bei allem, was er sonst noch tat, ging es um seinen Ruf und darum zu lernen, wie die Dinge funktionierten. Wofür er verurteilt wurde, war ein ziemlich offensichtlich kriminelles Unternehmen. Es war Betrug mit Telefonkarten, mit denen Geld erlöst wurde, das an .com ging. Und er wurde erwischt. Der Richter verurteilte mich zu 2 Jahren auf Bewährung. Er sagte, ein wichtiger Faktor sei auch meine jugendliche Dummheit gewesen. Weil ich noch so jung war, hatte ich nicht verstanden, dass ich das besser nicht getan hätte. Aber im Grunde stieß es meine Karriere an. Diese Festnahme half ihm, sein Ansehen zu steigern. Er baute ein ganzes Unternehmen darauf auf, Firmen vor Angriffen von Hackern wie ihm selbst zu schützen. Und wenn Sie mit Firmen zusammenarbeiten, die selbst nichts über Computersicherheit wissen, ist das ein sehr gutes Geschäft, weil Sie alles sagen können. Herr Grafenreuth, diese Leitung ist secure. Er nutzte seinen Hacker-Mythos, um seine Glaubwürdigkeit als Sicherheitsexperte zu untermauern. Sein Ruf, den er sich dadurch aufgebaut hatte, brachte ihm Investitionen und half ihm, diese Firma aufzubauen. Mein Leben lang war ich ein Vorreiter und anderen einen Schritt voraus. Im Bereich der Datensicherheit waren wir eine der ersten Firmen, die Firewalls entwickelten, die vor Hackerangriffen warnen. Als niemand an Computer und Autos dachte, gründete ich Megacar. Damit konnten sie in Echtzeit Videokonferenzen aus dem Auto abhalten, während sie mit Tempo 200 über die Autobahn fuhren.
Das habe ich schon früh erfunden, patentieren lassen und verkauft. Meine Klassenkameraden wollten so Feuerwehrmann werden und Müllabfuhr und sowas, also diese Standard-Kinderwünsche. Und bei mir war das dann Millionär, ja. Kim Schmitz! Er tat alles, um dieses neue Image von sich als super erfolgreichem Hacker zu verbreiten. Er machte sein gesamtes Privatleben zur Werbung für sein Berufsleben. Du warst auch mal ein böser Hacker, ja? Ganz böse. Und bist rechtskräftig verurteilt? Ja, wegen Computerbetrug. Und was hast du da dann, was kann man da klauen zum Beispiel? Daten, Informationen, Wissen, Macht. 2 Jahre auf Bewährung hast du gekriegt, ja? Ich bin rausgekommen aus einer 3-monatigen Untersuchungshaft und hatte auf einmal 50 Firmen, die mich also als Berater beauftragen. Er ist eine seltsame Erscheinung. Ein riesiger Typ im schwarzen Anzug. Und dann ist er einfach nur nett, wie ein Kuschelbär. Er schrieb mir eine Mail. Ich sehe, du magst Motorsport. Hast du Lust auf ein Wochenende beim Formel-1-Rennen in Monaco? Ich lade dich und deine Freundin ein. Wir geben eine Party und ich lerne dich kennen. Er mochte unsere Musik, die Band und mich. Ich fand es interessant und er brachte mich dorthin. Sag mal, sind das jetzt eigentlich alles Freunde von dir? Kennst du die überhaupt und so weiter? Da hat er gesagt, nee, natürlich sind das keine Freunde von mir. Ja, dann sag ich, ja, aber wieso lädst du die dann eigentlich alle ein? Dann sagt er, du, pass auf, es ist relativ einfach. Ich will Spaß haben, ich will auf einem gewissen Niveau Spaß haben und ich will gewisse Leute um mich herum haben. Und dann hat er immer Futterwort dabei gehabt. Er hat immer, der Spruch war immer, mach einen Pick. Weil es ihm auch nichts bedeutet, wer das ist. Es beeindruckt ihn auch nicht. Ja. Richard Branson, Ronaldo, Bruce Willis. Dann hat er ein Foto gemacht, das kam sofort auf die Website. Und jeder dachte, boah, krass, der Kim kennt alle. Er nutzt Statussymbole, Autos, Mädchen und Promis, so wie auch mich. Aber er selbst verhält sich nicht so. Alle trinken Champagner. Und da sind viele Mädchen. Aber auf seinem Schoß sitzt kein Mädchen und er trinkt keinen Alkohol. Vermutlich denkt er, dass die Bilder ihn sympathisch machen, weil die Leute Mädchen, Champagner und Stars mögen. Auch nicht oft mit Kim über seine Kindheit gesprochen, weil ich glaube, dass Kim und auch wir hatten auch eine sehr, sehr schwierige Kindheit. Das wusste der Kim auch. Und ich glaube, dann lässt man sich so gegenseitig so ein bisschen in Ruhe damit, mit dem Thema. Ich war ein schwieriges Kind. Meine Mutter und ich erlebten schwere Zeiten mit meinem Vater, der Alkoholiker war. Dieser Typ brach meiner Mutter die Knochen und verprügelte mich mehrmals. Er war einfach böse, wenn er trank. Er ist der Grund dafür, dass ich noch nie Alkohol getrunken habe, weil ich gesehen habe, was das Zeug mit dir machen kann. Die Zeit nach der Scheidung war schwierig, aber meine Mutter schaffte es, mir meinen ersten Computer zu besorgen.
Sobald ich meinen Computer hatte, war die Schule Zeitverschwendung für mich. Ich interessierte mich nur noch für Computer und für die Zukunft. Let'sBuyIt.com war ein Internetmarktplatz, sozusagen eine sehr frühe Version von Amazon. Dotcom hatte über seine Pläne gesprochen, eine große Summe Geld in Let'sBuy zu investieren. Daraufhin schoss der Aktienpreis in die Höhe. Und dann verkaufte er seine Anteile. Ich war gerade in Thailand im Urlaub. Es dauerte nicht lange, bis Leute, die meine Einstellung und meinen Lebensstil nicht mochten, Vorwürfe erhoben, es sei etwas faul daran. Dann nahm die Regierung Ermittlungen wegen Insidergeschäften auf. Ich wurde verhaftet und kam in ein thailändisches Gefängnis. Dort herrschten die schlimmsten Bedingungen, die ich je erlebt habe. Mitarbeiter der Botschaft besuchten mich und sagten, wenn Sie ausreisen möchten, besorgen wir Ihnen Reiseunterlagen und Sie können nach Deutschland zurückfliegen. Natürlich habe ich zugestimmt. Die deutschen Behörden stellen es so dar, dass sie nach Thailand fliegen mussten, um ihn zurückzuzerren. Dotcom behauptet, er sei freiwillig zurückgekommen, um sich vor Gericht zu verantworten. Schließlich habe ich mich mit der Staatsanwaltschaft verständigt. Das Urteil 2 Jahre Freiheitsstrafe auf Bewährung. Für Schmitz die allerletzte Warnung, so die Richterin. Ich wollte damit abschließen, Deutschland verlassen und woanders ein neues Leben beginnen. Hongkong liegt am Rand der Geschäfts- und Finanzwelt und der Legalität. Es ähnelt einer Stadt im Wilden Westen. Alles dreht sich um Kapitalismus. Jeden Tag werden dort Firmen gegründet, die am nächsten Tag wieder verschwinden. Es lag gleichzeitig im Zentrum der Welt und an ihrem Rand. Er glaubte, es sei ganz einfach, das, was er in Deutschland versucht hatte, neu zu beginnen. Praktisch ohne Kontrolle. Using a PC to download music is one of the hottest of today's computer trends, and that has the recording companies up in arms and heading to court. Members of the entertainment industry are fighting new websites like Napster, which allow you to download music off of the internet free of charge. It's a surprisingly simple idea, known as file sharing. Napster is providing a service that gives people the opportunity to steal our music. Es fing mit der Musikindustrie an. Sie hatten keine Kontrolle mehr darüber, wie ihre Produkte verbreitet wurden. Weil es Napster gab. Wenn etwas digital war, konnte es kopiert und um die ganze Welt geschickt werden. Jeder kann das. Wenn ich etwas Besonderes gesucht habe, einen bestimmten Song, den ich nicht im Laden kaufen oder bestellen konnte, ging ich online und habe ihn mir bei Napster oder in einer anderen dunklen Ecke des Internets geholt. Das war ziemlich angesagt und irgendwie radikal. Jeder hat das damals gemacht, in der Übergangszeit, als sich der legale Online-Markt erst etablierte. Everybody did this.
Jeder Aspekt von Musik hat sich verändert, wie sie konsumiert wird, wie sie verbreitet und vermarktet wird. Das Klima verändert sich, aber die alte Garde versucht, an den Verhältnissen festzuhalten. Sie bestraft jeden, der ihre Einnahmequelle hemmt. Sie führten verrückte Prozesse gegen Hausfrauen, die illegal 20 Songs heruntergeladen hatten. Die verklagten sie auf mehrere Millionen Dollar. Well, I don't think this is about record companies. I think this is about whether or not people who create music and invest in music have a right to get paid. The record companies never gave a damn about the artists anyway. 95% of them have problems retrieving their money from the major corporations anyway. Four major corporations. Four of them, and Hillary's fighting to protect them. Miss Rosen, isn't this strictly about your profits and your money? Well, it's about everybody's profits and money. Anfangs glaubte die Filmindustrie naiverweise, sie sei immun. Immerhin ging es bei ihnen um 2 oder 3 Gigabyte große Dateien. Und über ein 56K-Modem dauerte so ein Download mehrere Tage. Heute ist es alltäglich, solche Dateien herunterzuladen. Und die Filmindustrie ist ebenfalls bedroht. Ihr Geschäftsmodell ist ganz anders als das der Musikindustrie. Wenn Sie Zugang zu Musik bekommen, hören Sie sich den Song tausende Male an. Bei einem Film ist es unwahrscheinlich, dass Sie ihn 2 oder 3 Mal sehen. Die Filmindustrie hatte also noch mehr Grund, Angst davor zu haben, dass die Leute Zugang zu ihren Filmen bekamen und ihren Gewinn schmälerten. You can copy on a digital format 10,000 copies. And the 10,000th copy is as pure and pristine as the original. If you allow that, if you don't have copyright to protect you on the internet, we're dead. Sie verstanden es einfach nicht. Die Musikindustrie war stark geschwächt worden und die Filmindustrie hatte dasselbe Problem. Sie verstanden nicht, was auf sie zukam, bis sie die Kontrolle längst verloren hatten. »250, das ist die Gumball-Geschwindigkeit, meine Damen und Herren.« »Ladies and Gentlemen, wubba!« Bei den Gumball-Rallies treffen sich die reichen Autoverrückten aus der ganzen Welt, um tausende Kilometer durch Europa zu fahren. Dotcom behandelte es wie ein Rennen, weil er gerne alles gewinnt. Das ist der Sieger! Ich war ein Hacker in meiner Jugend. Von allem, was ich tat, wurden Videos gemacht. Die wollte ich mit meinen Freunden teilen. Das konnte ich nicht, weil die Dateien zu groß waren, um sie per E-Mail zu verschicken. Ich sagte, erstellen wir eine Seite, auf der wir die Datei hochladen können. Und dann verschicken wir einfach den Link per Mail. Egal wie groß die Datei ist, die Leute können sie herunterladen. Problem gelöst. So fing es an. Als Mega Upload richtig durchstartete, waren wir ein relativ kleines Team aus Entwicklern. Ich kenne nicht viele Menschen, die ich als Genie bezeichnen würde, aber Matthias ist eins. Er war das Hirn hinter dem Code. Er ist ein wahres Genie. Brahm war wegen des Gumball-Rennens ein Fan von Kim. So lernten sie sich kennen. Er sagte, ich bin auch Programmierer, kann ich für dich arbeiten? Ich war kein Gründungsmitglied, ich lernte ihn in einem Club in München kennen. Kim kontaktierte mich, weil Mega Upload wuchs und sie jemanden für Marketing und Werbung brauchten. Er kannte mich und vertraute mir.
Es gab einen Boom bei Online-Speicherdiensten, die sowohl für illegale als auch für legale Zwecke genutzt wurden, um Daten in der sogenannten Cloud zu speichern. Mega Upload gehörte zu den innovativsten Cloud-Diensten für Verbraucher. Ihre Benutzeroberfläche war sehr einfach gestaltet. Bei Mega Upload geht es vor allem um Musik und Filme, aber auch um wissenschaftliche Forschung, um Datensätze. Das ist das Versprechen des Internets, dass wir auf der ganzen Welt Zugang zu Daten haben, dass wir auf ihnen aufbauen und sie teilen können. Das ist großartig. Und das ist die aufregende Technologie des Cloud Computings, die Mega Upload nutzte. Die Nachfrage war groß. Wir hatten irre Wachstumsraten. Angenommen, wir hatten 1 Million Besucher auf unserer Website, dann ist jeder dieser User eine potenzielle Werbeeinnahme. Potentially advertising income. Es verdoppelte sich fast jeden Monat. Wir brauchten immer neue Server und mehr Bandbreite. Ich war überrascht, dass etwas so Simples so groß werden konnte. Aber ich sah auch sofort das Potenzial dahinter. Ob .com das erwartet hatte, weiß ich nicht. Aber die User erkannten die Möglichkeiten. Sobald die neuesten Hollywood-Filme auf Mega Upload zu sehen waren, explodierten die Nutzerzahlen. Die Leute googelten einen Film, den sie sehen wollten, oder einen Song, den sie hören wollten. Dann klickten sie auf einen der obersten Links und landeten bei Mega Upload. Wer es schneller haben wollte, konnte bezahlen, und wer das tat, hatte einen Premium-Account. Die Seite war so angelegt, dass sie Menschen anzog, die nicht darüber nachdachten, ob es legal oder illegal war. Sie wollten nur den Film sehen und bezahlten gerne dafür. Und eine Firma wie die von .com strich das Geld ein. Meine Freundin sah sich Mad Men auf dem Computer an. Ich fragte sie, woher sie das hatte. Und sie antwortete: Mega Upload. Und ich, was ist das? Sie erklärte mir, dass Mega Upload an der University of Kansas, wo sie gerade ihren Abschluss gemacht hatte, die angesagteste Seite für Gratisfilme war. Ihr 63-jähriger Professor hatte sie für Mega Upload begeistert. Ich fand es bemerkenswert. Im Grunde streamten sie Filme und es war einfach. Wenn sie es so simpel machten, konnte es richtig populär werden. Ich reiste viel durch Asien und war auf den Philippinen in einer Disco. Da sah ich Mona auf der Tanzfläche. Sie fiel mir sofort ins Auge, weil sie so unglaublich schön war. Ich war etwas schüchtern und schickte meinen Assistenten, der Mona fragen sollte, ob sie sich zu uns gesellen wollte. Er war ein schüchterner Typ, der allein in der Ecke saß. Ich fragte mich, warum niemand mit ihm sprach. Wir verstanden uns sofort gut, da wir beide eine harte Kindheit hatten. Aber wir waren nur Freunde. Ich wusste einfach, dass ich mit ihr zusammen sein wollte. Sieh mich an, ich bin kein Supermodel. Wir fahren jetzt zum Eiffelturm. Ich muss mich also besonders anstrengen, damit sich jemand in mich verliebt. Aber schließlich tat sie es und wir waren sehr glücklich miteinander. We
Wir machten Urlaub in Neuseeland und verliebten uns in das Land. Lauft um euer Leben! Wir sind hier auf dem Hügel in Coatesville. Das ist unser Haus. Wir fanden das Haus in Coatesville und machten es zu unserem Zuhause. Mega Upload war riesig und brachte zig Millionen Dollar ein. Damals war er in Neuseeland praktisch unbekannt. Ein zurückgezogen lebender, reicher Ausländer, der im herrschaftlichsten Anwesen des Landes lebte. Now for the biggest fireworks display ever seen in New Zealand. A gift from MrKim.com as he hovers up here over our beautiful harbor. Happy New Year, Auckland. Happy New Year. Dotcoms Eintritt in das Leben in Neuseeland verlief eher schleppend. Doch dann spendete er eine halbe Million Dollar für ein Feuerwerk. Damit feierte er seine Aufenthaltsgenehmigung. These thieves are now migrating offshore. Locating themselves in places that are beyond the jurisdiction of U.S. courts. And so we need to come up with a mechanism to protect our jobs and protect the intellectual property by going after those sites or those search engines that allow these illegal criminal foreign sites to exist. Dotcom plante, Mega Upload an die Börse zu bringen. Er schätzte den Wert der Firma auf etwa 2 Milliarden Dollar. Er wollte einen Schritt weitergehen. Wir planten mehrere neue Seiten. Eine davon war Megamovie, ein Netflix-Konkurrent. Unser Ziel war, Inhalte von den großen Studios zu lizenzieren. Dann gab es Megabox. Es sollte den Künstlern 90% der Einkünfte zukommen lassen und ihnen eine Online-Plattform bieten, über die sie direkt an ihre Fans verkaufen konnten. Wir wollten das Urheberrechtsmodell neu erfinden, dafür sorgen, dass es für die Künstler und Urheber selbst funktionierte. Kim sprach über neue Geschäftsmodelle und neue Dienste, an denen er arbeitete. Es erweckte den Eindruck, dass sich seine Plattform, wie viele andere, die sich anfangs auf Urheberrechtsverletzungen konzentriert hatten, einem legitimen und legalen Geschäftsmodell zuwenden könnte. Die Technologie ist online und funktioniert? Ja. Ich mache gern einen Deal mit euch, kein Problem. Fantastisch, toll. Freut mich zu hören. Wir wurden von allen in der Branche ziemlich hart angegangen wegen Mega Upload. Es gibt gewisse Leute, mit denen ich reden kann, sodass du auf eine andere Liste gesetzt wirst. Nicht mehr auf die böse Liste. Wenn es von böse zu neutral geht und später von neutral zu gut, wäre das fair. Das kann ich tun. Okay, gut. Ich sah es als Anzeichen dafür, dass Mega Upload den Schritt zu einer legitimen Plattform wagen würde. Die Filmindustrie reagierte anders, sie drehte durch. Sie kam nicht über die Rechtsverletzung und die Forderung, diese zu beenden, hinweg. Mega Upload war quasi die Kopie eines Pirateriedienstes, der bereits existierte. Es war keine kreative Innovation. Sie machten es einfach besser und wuchsen stärker als ihre Konkurrenz. Das ganze Geschäftsmodell von Mega Upload beruhte darauf, Inhalte zu verbreiten, deren Rechte es nicht besaß.
Der Typ wurde zum Multimillionär und von wegen doppelte Nutzung. Hier ging es nicht um Leute, die Urlaubsfotos teilten und andere, die ein Premium-Abo abschlossen, um sie etwas schneller herunterzuladen. Es ging nur um Filme. Kim.com hat sehr viel Geld verdient. Hat er viel Geld verdient, um die Kunst, die er kostenlos verbreitete, zu fördern? Auf keinen Fall. Und Urheber haben Rechte. Die allgemeine Erklärung der Menschenrechte, die von der UN unterzeichnet wurde und nicht vom amerikanischen Filmverband, sichert uns die moralischen und materiellen Rechte an unserer Arbeit. Das ist eine große Sache. Wenn du sie verschenken oder streamen möchtest, tu das. Wenn du sie auf eine Laserdisc brennen, ins Weltall beamen, im Flugzeug zeigen willst, ist das deine Entscheidung. Aber Kim verletzte die Rechte vieler Menschen. Wenn jemand wie Kim.com eine Seite ins Netz stellt und Millionen Dollar an Werbeeinnahmen einstreicht, um sich davon Yachten, Villen und Privatjets zu kaufen, finde ich das parasitär. Er ist ein Parasit. Er saugt der Gemeinschaft der Künstler das Blut aus. Er ist ein Krimineller, ganz einfach. Er sollte im Gefängnis sitzen. I'm not done. I've just begun. Kim.com. Kim.com. I'm not done. I've just begun. I've just begun. Kim.com. Das war nicht richtig. Nochmal. Ich arbeitete an einer Musikseite namens Megabox. Megabox bedrohte die Plattenfirmen, weil es den Künstlern mehr Macht gab und die Mittelsmänner, die Plattenfirmen, die ihr Geld klauen, überflüssig machte. Die Künstler liebten es. Wir haben unseren Hit! Sie fanden es aufregend, sie wollten mitmachen und haben deshalb Werbung für Mega Upload gemacht. When I gotta send files across the globe, I use Mega Upload. Mega, Mega Upload. When I gotta send files across the globe, I use Mega Upload. Mega, Mega Upload. I use Mega Uploads, man. And I like to use Mega Upload. Yeah, I like Mega Upload. Ein ganzer Haufen A-Promis, bekannte Gesichter, sang einen Song für Mega Upload. Damit zeigte er den Plattformen und Hollywood den Mittelfinger. Es war überraschend. Und viele der Plattenfirmen, bei denen diese Künstler unter Vertrag stehen, waren gar nicht glücklich über diese Werbung. Denn deren Aussage war nicht vereinbar mit der Botschaft der Branche, dass jede Urheberrechtsverletzung den Künstlern schadet und nicht hilft. Was war da los? Die Künstler unterstützten Kim.com und Mega Upload zu einem sehr wichtigen Zeitpunkt. Kim.com ist ein Marketinggenie. Er weiß, was wirkt. Er weiß, was die Leute sehen wollen, was sie beeinflusst. Der Typ ist ein Genie, was das angeht. Und Hollywood hatte keine Ahnung, dass er das schaffen würde. Das kam aus dem Nichts. Hey, I'm Alicia Keys and I use Mega Upload. Hi, I'm Naomi Campbell. What up, though? Mega Upload. I'm Demi Moore. Hey, what's up? It's Kim Kardashian and I love Mega Upload. These people are whores. Diese Leute sind wie Huren. Wenn sie mit einem Scheck vor ihnen herumwedeln, machen sie alles mit. Und das ist traurig. Früher war das Musikbusiness nicht so. Ob für Marken oder Kim.com. Heute sind die Leute so begierig, Geld zu verdienen, dass sie alles tun würden.
Die Firmen hatten das Gefühl, er würde es ihnen unter die Nase reiben. Er wohnte in einem riesigen Anwesen, hatte viele Autos, lebte auf großem Fuß mit ihrem Geld. Also musste er weg. In gewisser Weise hat er es herausgefordert. Er wurde lange als Gegner der Film- und Entertainment-Branche Hollywoods gesehen. Und diese Branche hat eine enorme politische Macht in den USA und damit auch viel Einfluss an den Schaltstellen der Macht in Washington. Top lobbyist for Hollywood told Fox his industry is threatening to cut off money to the president. Don't make the false assumption this year that because we did it in years past, we're going to do it this year. This industry is watching very carefully who's going to stand up for them when their job is at stake. Chris Dodd, der Chef des Filmverbands MPAA, der mächtigsten Hollywood-Lobbygruppe in Amerika, sagte sehr deutlich: Wenn ihr uns nicht gebt, was wir wollen, geben wir euch auch nicht, was ihr wollt, wenn ihr Geld für euren Wahlkampf braucht. Das war deutlicher als nötig. Es klang geradezu grotesk. Doch alle erkannten, dass es ernst gemeint war. Viele Leute bezweifeln, dass Hollywood den Präsidenten unter Druck gesetzt hat, damit dieser eine Seite vom Netz nimmt, die ihrer Meinung nach Raubkopien von Musik und Filmen verbreitete. Dazu würde Hollywood sagen, na klar, so handeln wir. Er sollte davon nicht überrascht sein. Wer sich zwischen Amerika und sein Geld stellt, bekommt große Probleme. They've been arrested on warrants relating to breach of copyright offences in the United States, money laundering, and racketeering.
Within New Zealand, we have seized in excess of $6 million worth of top-end motor vehicles and over $10 million in cash from several New Zealand finance companies. More details of Kim.com's actions during the raid have emerged. Police say when they arrived in two helicopters, .com retreated into an electronically locked panic room. They found him clutching a sawed-off shotgun, and they had to cut him out of the room. The firearm that was found, sir, was illegal. There's a photo of it, and it was loaded. That Kim.com made $175 million in criminal proceedings and that Mega Upload cost $500 million in harm to copyright owners. Er wurde in die kriminelle Kategorie eingeordnet, weil er ein Krimineller ist. Ein ziemlich bedeutender sogar. Dass er nicht gewalttätig ist, heißt nicht, dass sein Handeln nicht kriminell ist. Jeden Tag gehen Leute wegen Wertpapierbetrug ins Gefängnis, ohne jemanden körperlich verletzt zu haben. Der Schaden, den Kim.com anrichtet, trifft echte Menschen. Er trifft 1,9 Millionen Menschen, die in der Film- und Fernsehbranche arbeiten. Er trifft kleine Unternehmen, die neue legale Internetplattformen schaffen wollen und sich dabei an die Regeln halten. Kim.coms Handeln war kriminell und hat zu realen Opfern geführt. Ich bin froh, zu meiner Familie zurückzukommen, zu meinen drei kleinen Kindern und meiner schwangeren Frau. Mehr will ich derzeit nicht sagen. Wie wurden Sie behandelt? Ich will nur nach Hause zu meiner Familie. Was ist mit der Auslieferungsanhörung? Werden Sie die anfechten? Ja, die werde ich anfechten. And in New Zealand. Mega Upload Tycoon Kim.com was released on bail today after 31 days in prison. A hearing will be held shortly to determine whether the Mega Upload co-accused will be sent to Washington to stand trial. If found guilty, the men could face up to 80 years in prison. Wir lebten in einer glücklichen Blase. Alles war perfekt. Bis zu der Razzia. Yay. Es geht los. Oh, I'm scared. Ich habe Angst. Oh, what's that? Oops. Nummer 1 ist draußen. Und Nummer 2? Die Babys sind wunderschön. Gesund? Ganz toll, Baby. Mach dir keine Sorgen, alles gut. Heute wurde ich erneut Vater von zwei Kindern. Zwei winzigen Mädchen. Zwei wunderschönen kleinen Piraten. Es war sehr gut, dass ich draußen sein konnte und die Geburt der Zwillinge miterleben durfte. Das hat mir viel Energie gegeben und mich daran erinnert, dass ich für sie kämpfen muss. Ich wusste, dass wir unschuldig waren, dass die Vorwürfe falsch waren. Ich habe die Anklageschrift gelesen, als wir verhaftet wurden, und musste lachen. Ich sagte zu meinen Verteidigern, das wird schnell vorbei sein, das ist Unsinn, es wird leicht zu widerlegen sein, das stimmt alles nicht. You know?
In der Untersuchungshaft bekam ich Presseausschnitte, in denen stand, ich sei mit einer abgesägten Schrotflinte gefunden worden. Sie hätten Gewalt anwenden müssen, weil ich Waffen im Haus gehabt hätte. Die ganze Beschreibung des Falles und meiner Person war völlig unrealistisch und unwahr. Also beschloss ich, die Dinge richtig zu stellen. So I decided that I want to set the record straight. Of course, everybody knows that the internet is being used for legitimate and illegitimate uses. And I think every online service provider has the same challenges that we had. YouTube, Google, everybody is in the same boat. And our legal advisors have always told us that we are secure and that we are protected by the DMCA, which is a law in the US that is protecting online service providers of liability for the actions of their users. Kims Anwälte argumentieren, Mega Upload sei genau wie andere Cloud-Speicherdienste nicht dafür verantwortlich, was seine Nutzer tun. Sie haftet nicht. Für sie war es das. Die Regierung und die Entertainment-Industrie werfen ihnen vor, dass die Website so aufgebaut war, dass sie den Usern einen Anreiz bot, wertvolles Material hochzuladen, also gerade erschienene Filme oder Musik und so weiter. Wichtig ist auch, dass ich nie in die Situation hätte kommen dürfen, mich gegen eine Auslieferung zu wehren, weil es im neuseeländischen Gesetz keine Grundlage für eine Auslieferung gibt. Sie müssen einem neuseeländischen Gericht beweisen, dass das Auslieferungsabkommen zwischen Neuseeland und den USA das Urheberrecht einschließt. Und soweit ich weiß, tut es das nicht. Das ist alles zurechtgelegt und aufgebauscht, um irgendwie eine Klage zu fabrizieren, die eigentlich nicht existieren sollte. Aber wie ein Kartenhaus, wie Dominosteine, fällt alles andere in sich zusammen, wenn es keine kriminelle Urheberrechtsverletzung gibt. Der ganze Dotcom-Mega-Upload-Prozess wurde größer, als Neuseeland erwartet hatte. Alles, was wir falsch machen konnten, machten wir falsch. Die neuseeländischen Behörden schafften es, praktisch jeden Schritt des Verfahrens zu vermasseln. Der Durchsuchungsbefehl, mit dem die Razzia durchgeführt wurde, hätte sich auf das beziehen müssen, was die mutmaßliche kriminelle Unternehmung ist. Dieses Dokument tat das nicht. Es war unglaublich vage. Die neuseeländische Polizei klonte Dotcoms Laptops, die während der Razzia sichergestellt worden waren. Das Gericht hatte im Grunde verfügt, dass diese Beweise in Neuseeland bleiben müssen. Das FBI nahm die Klone und schickte sie in die USA. Das ist unglaublich. Dotcoms Rechte und das gesetzliche Verfahren wurden behindert. Es braucht eine Wiedergutmachung. The internet millionaire has been back in court for a three-day hearing. Police were quizzed about what level of threat he posed and whether the elite special tactics group was needed to execute the search warrants in January. The police are not every day going into domestic houses armed to the teeth with automatic weapons, bashing down doors, quartering the household in a paramilitary fashion, shouting orders at one another. That's not ordinary police practice in New Zealand, is it? Or have I missed something? I think you've missed something. If the risk assessment is that there are firearms in the property, the police will not execute that search warrant without armed police. In der Anklageschrift gegen Mega Upload gibt es Verweise auf Kinderpornografie und Terrorismus.
Die haben nichts mit dem Vorwurf der Urheberrechtsverletzung zu tun. Aber sie sind Teil des Versuchs, die Angeklagten als äußerst gefährlich und als gemeine und widerliche Menschen darzustellen. Ihre Botschaft war, der Kerl ist gefährlich, er hat Waffen. Also dachten alle, dieser Kim.com hat nicht nur mit Datenklau zu tun. Sie erweckten den Eindruck, dass er sehr viel gefährlicher ist und auch in andere Dinge verwickelt sein könnte. Das stellte sich natürlich als Lüge heraus. Eines der Bilder wurde in dem Resort Cape Kidnappers in Napier aufgenommen. Ich machte dort Urlaub mit meiner Familie und an einem Nachmittag waren wir Tontauben schießen. Das andere war bei einem ähnlichen Anlass in Irland vor über 10 Jahren. Ich war fast im 8. Monat und hatte Wehen. Aber darauf konzentrierte ich mich nicht. Ich dachte nur an die Kinder, denn ich hatte gesehen, dass die Männer Waffen dabei hatten, ihre Pistolen. Wie albern. Also bat ich darum, zu meinen Kindern gehen zu dürfen, aber sie meinten, nein, sie müssen dort stehen bleiben. Ich sagte, ich muss zu meinen Kindern. Ich machte mir Sorgen, dass sie mit ihren Waffen ins Zimmer gehen würden. So you were relying upon the intelligence information which the FBI were providing to you. Is that right? Yes. Das FBI und das US-Justizministerium waren von Beginn an beteiligt. Das mag nicht überraschen, aber es ist doch verwunderlich, wie bereitwillig die neuseeländischen Behörden die mutmaßlichen Empfehlungen des FBI übernahmen. Die Polizei ging blitzartig und mit Gewalt da rein, weil sie davon ausging, dass sich irgendwo in dem Anwesen eine Art Vernichtungsmaschine befand, die auf der ganzen Welt Beweise für Straftaten zerstören würde. iPhone or the PDA, whatever it was that was found. They were not destruction devices, were they? What do you expect, a box with a red button on it? The mission was... Ihre Aufgabe war, mich so schnell wie möglich zu verhaften, damit ich keine Vernichtungsmaschine aktivieren könnte. Tatsächlich brauchten sie 15 Minuten, um mich in meinem eigenen Haus zu finden. So eine Maschine gab es nie und sie wurde auch nie gefunden. Das ist alles Quatsch. Der Grundgedanke ist offensichtlich. Es sollte eine Botschaft an die ganze Welt senden. Legt euch nicht mit den USA an, wenn es um Urheberrecht geht. Die einzige Razzia, die mir einfällt, die ähnlich ablief, war die bei Osama bin Laden. Und die hatte eine weitaus größere Bedeutung. Es sah aus, als würden sie einen südamerikanischen Diktator verhaften. Ich fand es grotesk und bezeichnend dafür, wie extrem die Positionen bei diesen Streitpunkten inzwischen sind. Einige Dinge, die Mega Upload tat, die ich nicht gutheiße, sollten ordentlich vor Gericht geklärt werden. Aber das rechtfertigt nicht den Einsatz von Hubschraubern und massenhaft Polizisten mit Maschinengewehren. Das ist es. Du hast gerade Geschichte geschrieben. Das ist gigantisch! Bis später, tschüss. Okay, bye. Geiler Scheiß. Nein,
First tonight, a ruling in the past hour on the Kim.com case as he fights FBI attempts to extradite him to the United States. A High Court judge says search warrants for the internet entrepreneur's Auckland mansion were illegal. Justice Helen Wynne-Kelman has decided the warrants used were invalid. New Zealand police seized bank accounts on behalf of the FBI and took away property worth millions. Now they may have to give it all back. It's a damning judgment. Illegal, unlawful, invalid. Justice Wynne-Kelman doesn't hold back. Embarrassed about this? I am a wee bit. Oh, absolutely. That we appear to almost be puppets of the FBI. There was a feeling then. Es herrschte der Eindruck, die Maschinerie des Staates sei auf unfaire Weise gegen .com eingesetzt worden. Plötzlich sahen die Neuseeländer beide Seiten der Geschichte. Vielleicht schikanierte der amerikanische Staat jemanden, der Sand im Getriebe von Hollywood war. Auf einmal wollten die Leute gegen die Ungerechtigkeit ankämpfen. Der Fall erregte Aufsehen. The war for the internet has begun. Hollywood is in control of politics. Kim.com vereint große Widersprüche. Selbst angesichts des gewaltigen Rechtsstreits, in dem er sich befindet, behält er seinen Humor und verspottet die US-Regierung. Ich denke, diese scherzhafte Haltung ist ein Grund dafür, dass viele Menschen, die ihm sonst skeptisch gegenüberstehen würden, weil sie wissen, dass solche Firmen vor allem Geld verdienen wollen, ihn dennoch auch schätzen können. Es ist interessant, dass eine Lobbygruppe für Unterhaltungsinhalte das Weiße Haus dazu bringen kann, mit militärischer Macht gegen einen Internet-Nerd vorzugehen. Denken Sie einmal darüber nach. Es ist doch lustig. Und nichts davon ändert irgendetwas. Nichts von dem, was Sie getan haben, hat irgendwas daran geändert, wie das Internet funktioniert oder wie viel Datendiebstahl geschieht. In den 18 Wochen, nachdem Mega Upload geschlossen wurde, stiegen die Verkäufe über legale Verkaufswege um 6-10%. Und das war nur eine Seite, auch wenn sie zu der Zeit eine der größten war. Aber diese eine Seite hat zu einem Anstieg von legalen Käufen um 6-10% geführt. Das ist eine erhebliche Auswirkung auf den legalen Markt. Wir können den Zahlen der Branche nicht trauen und noch viel weniger ihrer Analyse und ihrem Verständnis davon, wie das Internet funktioniert. Einer der Hauptantriebe für Piraterie ist, wenn Leute von etwas hören, das ganz fantastisch ist, das sie aber in ihrem Land nicht legal bekommen, dann wenden sie sich illegalen Downloads zu. Das Verhalten mögen wir nicht gutheißen, aber wir können es nicht verhindern. Es gibt auch eine ganz einfache Lösung, die keine Spezialeinheiten erfordert. Ändere deine Geschäftspraktik. Verkaufe alles in jedem Land. Und wenn nicht, sei nicht überrascht, wenn die Menschen es klauen. Meine Leidenschaft sind Computerspiele. Ich spiele Modern Warfare auf der Xbox und bemerkte, dass meine Internetverbindung etwa 20 bis 30 Millisekunden langsamer wurde. Ein normaler Internet-User würde das nie bemerken, aber als leistungsorientierter Gamer habe ich es bemerkt. Ich habe erst nach der Razzia verstanden, was passiert ist. Sie haben meinen gesamten Datenverkehr umgeleitet, um alle Daten abzufangen, die über meine Verbindung liefen. Während der Anhörung vor dem obersten Gericht wurde Grant Wormald im Kreuzverhör nach dem Laptop gefragt.
Dabei wirkte er sehr unbehaglich. On the 14th of December 2011 was there a further meeting that you attended to plan this operation where there was a range of people there, someone from the Justice Department, was it? Yes. And was there another group of people represented as well at that meeting? Yes, there was. What field of activity were they involved with? They worked for the government. Right. Are you not able to tell us who they were? I'd rather not. Reason? Just because of the nature of the organisation. Es war klar, dass etwas fürchterlich schiefgelaufen war. Die Geheimdienste hatten sich in den Mega-Upload-Fall eingeschaltet. Das GCSB, das Government Communication Security Bureau, Neuseelands Gegenstück zur NSA, spionierte .com aus. Es ist auch Mitglied der sogenannten Five Eyes-Vereinbarung, die die Welt ausspioniert. Sie hat eine enorme Macht. Sobald Kim.com nach Neuseeland kam, begannen die USA, ihre Verbindung zum GCSB und der neuseeländischen Regierung zu nutzen, um .com zu kriegen. Das war ihnen so wichtig, dass sie sich sogar an illegaler Überwachung beteiligten. Das GCSB wird von recht genauen Gesetzen reguliert, nach denen es nicht erlaubt ist, Bewohner oder Bürger Neuseelands auszuspionieren. Eine Sache ist mir wichtig. Als sie sich in mein iPhone gehackt haben, hat das meine Denkweise komplett verändert. Da wurde mir klar, dass sie nicht nur meine E-Mails gelesen hatten. Sie waren auch bei privaten Momenten mit meiner Frau dabei. Sie waren im Raum. Sie haben kein Recht, das irgendjemandem anzutun. Ich finde das mehr als ein bisschen beunruhigend. Sollte eine Regierung die Überwachung von Kommunikation auf diese Weise betreiben? Soll sie die Antennen, die ihr Land vor Feinden von außerhalb schützen sollen, auf sich selbst richten? Für die Verfolgung von etwas, bei dem ich nicht mal sicher bin, ob es in Neuseeland überhaupt eine Straftat ist? Tonight, the Kim.com affair is leaving John Key's government increasingly red-faced. The boss of the Intelligence Bureau, Prime Minister John Key, has ordered a probe into illegal bugging of the internet millionaire. Of course, I apologize to Mr.com. I apologize to New Zealanders because every New Zealander that sits within the category of holding a permanent residency or a New Zealand citizen is entitled to be protected from the law. This is really a matter of mistake. And human error, not one of a great conspiracy. I wish you a mega Christmas. I wish you a mega Christmas. I wish you a mega Christmas. From Santa.com, shutting down the internet. Integrity, knowledge, independence.
secrecy and an illegal gathering. You're all being detained. Nobody move. Die vier Angeklagten von Mega Upload taten ein Jahr nach der Verhaftung etwas Bemerkenswertes. Sie gründeten Mega. Das ist der Start von Mega. Ihr kriegt alle ein Upgrade. Dotcom sagt, ihn habe der Wunsch nach einem verschlüsselten Cloud-Speicher angetrieben, damit niemand so ausspioniert werden kann wie er. Die US-Regierung investiert Milliarden in riesige Spionage-Clouds, mit denen sie all eure Daten und eure Kommunikation abgreift. Wenn ihr Mega nutzt, sagt ihr Nein zu Regierungen, die euch ausspionieren wollen. Gott weiß, was da drauf ist. Es könnten urheberrechtlich geschützte Dateien sein, Planungsunterlagen des IS oder Kinderpornografie. Es könnte alles Mögliche sein. Sie haben es so gebaut, dass niemand hineinsehen kann. Das wird übrigens auch den Überwachungsstaat besiegen. Man wird sich an mich als jemanden erinnern, der die Massenüberwachung mit Technologie bekämpft hat, die uns die Freiheit zurückgibt. The innermost workings of our top spy agency have been exposed in a damning report. Police have found the GCSB broke the law by spying on Kim.com and 85 other New Zealanders. Prime Minister Key's solution to the debacle is to change the law, giving more power to our top intelligence agency. If passed, the law will permit the GCSB to now spy on all New Zealand citizens. Danke, dass ihr heute alle gekommen seid. Die US-Regierung ist die machthungrigste Regierung der Welt. Und das GCSB ist eine ihrer Marionetten. Und die größte Marionette ist John Key, euer Premierminister. Ich werde meinen Fall niemals beilegen. Ich werde kämpfen, bis wir die Wahrheit kennen, bis wir jedes Detail kennen. There were fireworks today at Parliament as the Prime Minister John Key went head-to-head with Kim.com. The internet tycoon was making a public submission on the proposed changes to the country's spy laws. Do you feel that the, or do you know or believe that the Prime Minister was aware of what you were doing before the raid took place? He knew about me before the raid. I know about that. I didn't know. You know, I know. I know you don't know. I know you don't know, actually, but that's fine. Why are you turning red, Prime Minister? I'm not. Why are you sweating? Now it's hot. Oh, okay. I have a scarf. But the question was if the Prime Minister knew about me before the raid, and the answer to that is yes. Sie gaben mir die Aufenthaltserlaubnis für Neuseeland, um mich auszuliefern. Warner Brothers führte damals schon Gespräche mit der Regierung von Neuseeland über die Dreharbeiten für die Hobbit-Filme. Wir sprechen da von einem Budget in dreistelliger Millionenhöhe, das Neuseeland viele Chancen eröffnen sollte. Der Premierminister wollte zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen. Erstens würde er die Hollywood-Studios glücklich machen, sodass diese hier noch mehr Filme drehen würden. Und zweitens wäre auch das Weiße Haus zufrieden, denn Leute auf der höchsten Ebene wollten mich abschalten.
Es gibt viele Hinweise, die nahelegen, dass diese Verschwörungstheorie stimmt. Er durfte trotz seiner kriminellen Vergangenheit, die ihn normalerweise von der Aufenthaltserlaubnis ausschließen würde, im Land bleiben. Das passierte zur selben Zeit, als Premierminister Key sich mit Vertretern von Hollywood traf. Can I go through the list of people we believe knew about Kim.com? Simon Power and some officials. Yep. Jonathan Coleman and some officials. Yep. The Solicitor General's Office, Crown Law, New Zealand Police, the Attorney General, the Organised and Financial Crime Agency of New Zealand, Nigel Bickle and an unknown number of people under him at Immigration New Zealand, your electorate office, Hillary Clinton, the US Department of Justice, the FBI, the US Attorney General's Office, senior members of the US Police Force, but not you. Correct. I mean, look, I hate to tell you the bad news. There's no great conspiracy. The facts that I found that .com is someone the United States thinks they've broken the law. He's somebody that they're trying to extradite to the United States. That's where it starts and finishes. Kim.com has failed in a last-ditch attempt to have the 2012 raid on his Coatesville mansion ruled invalid. The Supreme Court's found the search warrants were legal. Police won't be charging anyone at the GCSB in relation to a complaint about spying on Kim.com. Jedes Mal, wenn wir gewinnen, gehen sie in Berufung. Automatisch. Und jedes Mal, wenn sie in Berufung gehen, gewinnen sie. Das ist alles sehr politisch. Hallo, guten Morgen. Danke für Ihr Kommen. Heute ist ein großer Tag. Wir gründen die Internetpartei. Ich konnte es nicht glauben. Ich fragte .com, ob er wirklich in die Politik gehen wollte. Und er sagte, ja. Ich dachte, jetzt ist er komplett verrückt geworden. Politik war mir total egal. Ich bitte Sie, warum sollte ich mich da einmischen? Und dann habe ich das alles erlebt, erster Hand, wie es ist, Opfer von Machtmissbrauch zu werden. Natürlich wollte ich die Regierung austauschen. Warum sollte ich es sonst tun? Für Matthias Ortmann, Bram van der Kolk und Finn Batato war .coms politisches Engagement ein Nebenkriegsschauplatz, ein Ablenkungsmanöver. Sie verstanden nicht, wie es den Auslieferungsprozess stoppen sollte, wie es die Anklage ändern sollte, die sie in den USA erwartete. Wir sind Teil des globalen Spionagenetzwerks Five Eyes. Kim ist immer sehr selbstbewusst und ich mache mir immer Sorgen. Ich bin eine Frau. Natürlich mache ich mir Sorgen. Das ist mein Ding. Ich bin die Bedenkenträgerin. Trotzdem hingen wir ziemlich in der Luft. Ich wusste nicht, was in 6 Monaten sein würde. Kims Anhörungen liefen immer noch. Ich war ratlos. Der ganze Stress hat mich ziemlich mitgenommen. Dazu gehört auch die Razzia. Davor waren wir wirklich glücklich.
Mona fiel es schwer, mit der Razzia umzugehen. Sie kam nicht damit klar und es belastete unsere Beziehung. Das ist vermutlich die bedauernswerteste Folge dieses ganzen Prozesses gegen mich, dass unsere Beziehung zerbrach. Sie war die Liebe meines Lebens. Während das Wahljahr 2014 seinen Lauf nahm, wurde es offensichtlich, dass die Internetpartei nicht erfolgreich sein würde. Also suchte .com nach Bündnissen. Die Mana-Partei war bereit, mit ihm zusammenzuarbeiten. Sie hatte eine linke und aktivistische Basis. Kim.com told One News he's now forked out a whopping $4 million for the deal with the Mana Party. Kim.com has a particular legal interest in not being sent back to justice elsewhere. Everybody knows that Kim.com is putting money behind the political party to try and stop himself being extradited. Es war der Mana-Partei wichtig, ihren Wählern ihren neuen politischen Partner vorzustellen. Stadt für Stadt, Dorfplatz für Dorfplatz zogen sie durchs Land. Es überraschte alle, wie erfolgreich sie waren. Die Menschen nahmen sie ernst und fragten sich, ob sie eine wichtige Rolle in der neuen Regierung spielen würden. Die Medien berichteten über alles, was sie taten. Und ich bin mir nicht sicher, ob Internet-Mana mit dieser Aufmerksamkeit richtig umgingen. You work in news, you puffed up little s***. You're a thief! You're a thief, John Key! Einige Aspekte der Wahlkampftour schienen auf John Key persönlich abzuzielen. Attacks on John Key have hit new heights this campaign. Es war vermutlich Neuseelands hässlichster Wahlkampf seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar aller Zeiten. Kim.com has promised to drop a number of bombshells that could topple the Prime Minister John Key at an upcoming event billed The Moment of Truth. An dem Tag, an dem der Moment der Wahrheit stattfinden sollte, erhielt ich eine E-Mail, die vorgab zu beweisen, dass alles, was .com über die Verschwörung gesagt hatte, wahr war. Dass Neuseeland ihn auf dem Silbertablett präsentiert hatte. Also rief ich .com an und sagte, willst du das heute Abend aus dem Hut zaubern? Und er antwortete, ja. So what kind of impact could there be from all this tonight? Well, it is. These are extraordinary revelations to be laid out 5 days before a campaign. John Key is fighting really for his political life. Remember, he has said he would resign if there was any evidence to show mass surveillance. And of course, we also have this email on the Hollywood links. Round it out for three guys. Come on, give him a kiss, ladies. The
Der Moment der Wahrheit war für John Key sehr riskant. Denn das, was .com präsentieren wollte, waren Dinge, von denen Key gesagt hatte, er würde zurücktreten, sollten sie sich als wahr erweisen. Heute Abend begrüßen wir die Welt. Und ganz besonders Glenn Greenwald. Julian Assange. Und Edward Snowden. Die USA befinden sich in einem echten Krieg um die Kontrolle über das Internet. Ihrer Meinung nach sollte es eine Organisation wie WikiLeaks gar nicht geben. Sie finden, ihre Spionageaktivität sollte geheim bleiben. Und sie finden, dass ihr Urheberrecht auf der ganzen Welt gelten sollte. Das, was wir bei dieser Bürgerversammlung gesehen haben, war der Widerstand. Es gibt ein Netzwerk aus Sensoren auf der ganzen Welt, mit dem ich alles sehen kann. Ich kann sehen, welches Buch Sie sich auf Amazon ansehen. Ich kann sehen, mit wem Sie chatten, wer Ihre Freunde auf Facebook sind. Ich kann Ihre Textnachrichten lesen, Ihre E-Mails. Genau die Art von Massenüberwachung, die Premierminister Key nicht nur leugnete, sondern bei der er auch versprochen hat, zurückzutreten, sollte sich herausstellen, dass seine Regierung darin verwickelt ist. Geheimdienste sind per Definition so konstruiert, dass sie außerhalb des Gesetzes agieren. Deshalb können wir ihnen nicht trauen. Egal, was Assange oder Snowden sagten, .com war der Kaiser in neuen Kleidern. Er hatte das, was er versprochen hatte, nicht geliefert. Das, worüber er schon so lange sprach. Und das war ein ernsthaftes Problem für .com und für jeden, der ihn bisher unterstützt hatte. Die Menschen warten heute Abend darauf, dass Kim.com, der vor dem Parlament versprach, zu beweisen, dass John Key ein Lügner ist, dass er heute Abend... Das habe ich auch bewiesen. Lassen Sie mich kurz darauf antworten, ja? Ich richte mich an die gesamten Medien, die heute hier sind. Sie sind dazu verpflichtet, nach dem, was Sie heute Abend erfahren haben, mit den Informationen, die Sie hier von Glenn Greenwald und Edward Snowden erhalten haben, zum Premierminister und zur Regierung zu gehen und sie zur Verantwortung zu ziehen. Wir haben uns auf die viel größere Lüge konzentriert, bei der es nicht um meinen Fall geht, sondern um jeden einzelnen Neuseeländer, der einer Massenüberwachung ausgesetzt ist. Das ist die Story, auf die Sie sich konzentrieren sollten. Setzen Sie Ihre Prioritäten richtig. Das werden wir. Ich hoffe es, denn in der Vergangenheit haben Sie die Neuseeländer enttäuscht. Wie konnten Sie den Premierminister mit seinen Lügen und Tatsachenverdrehungen immer wieder davonkommen lassen? Sie müssen Ihren Job machen. Sie alle. Ich mache meinen Job, indem ich Sie frage, was ist schiefgelaufen? Warum konnten Sie die Beweise nicht liefern? Ich denke, das war's. Danke. Ich weiß, dass die E-Mail aus Hackerkreisen kommt. Dieselben Leute, die für den Sony-Hack verantwortlich sind, sind auch dafür verantwortlich. Mir wurde versichert, dass die E-Mail eine Kopfzeile enthalten würde, mit der sich die Details überprüfen lassen würden, welcher Mail-Server verwendet wurde, ein Datumsstempel, die es jedem erlauben würden, den Inhalt zu überprüfen. Aber leider wurde die Mail nicht mit diesen Informationen geleakt, sodass sie für mich wertlos war. Ich bedauere, dass ich sie bei dieser Veranstaltung nicht nutzen konnte.
Kia ora, everyone. Welcome to Decision 14. The campaign is over. The voting is over and the counting has begun. Now, politics is a very serious business. This has been a fairly serious and at times thoroughly unpleasant campaign. Now, we'll be hoping that they've got something to celebrate tonight. Zu Beginn gab es viel Unterstützung für .com, weil er als Opfer der übermächtigen Akteure aus den USA, des FBI und der neuseeländischen Polizei gesehen wurde. Aber plötzlich wirkte er wie der aggressivere Part und John Key wurde zum Underdog. The Internet Mana Party is in trouble. Oh my goodness, in the last 20 minutes it's all completely changed up here. This is phenomenal. What we are seeing here is the Internet Mana Alliance is not in Parliament and Kim.com's millions and millions of dollars goes down the drain. Good evening, everybody. Guten Abend. Wir haben heute meinetwegen verloren. Because of me. Ich muss das sagen, ich muss mich entschuldigen. Es tut mir leid, ich muss das sagen. Ich übernehme die volle Verantwortung für diese Niederlage. Denn die Marke Kim.com war Gift für das, was wir erreichen wollten. Kim.com war Poison für das, was wir erreichen. Zunächst habe ich es nicht erkannt. Erst in den letzten Wochen ist es mir klar geworden. Bei euch allen, die ihr so hart gearbeitet habt, möchte ich mich herzlich bedanken. Am Tag nach der Wahl kontaktierte der Rechtsberater der Regierung meine Anwälte. Er bot an, wenn ich bereit wäre, Neuseeland zu verlassen, wäre der Fall abgeschlossen. Es müsste keine Auslieferung geben und die ganze Sache würde sich in Luft auflösen. Sie können nicht so eine Razzia durchführen? Die Familie und das Unternehmen eines Mannes zerstören und so viel Leid anrichten und kommen dann mit einem Stück Papier davon, auf dem steht, ja, ich habe einen Fehler gemacht, aber jetzt bin ich davon befreit, vielen Dank. Die können mich mal. After 4.5 years of delays, the extradition hearing against Kim.com and the Mega Upload co-accused starts in Auckland, New Zealand today. The judge will determine whether the four men will be free to remain in New Zealand or whether they will be sent to the U.S. where they could face decades in prison. Es gilt als der größte Urheberrechtsfall der Welt. Wir denken immer noch, dass wir gewinnen sollten und sind zuversichtlich. Ich habe großes Vertrauen in meine Anwälte. Alle unsere Anträge sind ausgezeichnet. Ein unbefangener juristischer Geist wird erkennen, was geschehen ist. Der Fall ist bedeutend, weil er wichtige juristische Fragen in Bezug auf den Auslieferungsprozess aufwirft. Aber zunächst müssen Sie beweisen, dass das Verhalten, das Sie beklagen, in der Tat ein Verbrechen darstellt. Wir sagen, was ihr behauptet, ist auf Grundlage der Fakten kein Verbrechen. Euer Ehren werden sehen, dass es ein ganz bestimmtes Gesetz gibt, das Urhebergesetz.
Es bietet Internetanbietern Schutz. Seinen Kunden lediglich die Technologie anzubieten, setzt ein Unternehmen keinem zivil- oder strafrechtlichen Haftungsrisiko aus. Sie wirken sehr selbstbewusst. Sie weisen immer wieder darauf hin, dass das Abkommen zwischen Neuseeland und den USA das Urheberrecht nicht abdeckt. Sie gehen davon aus, dass sie gewinnen. Die Unehrlichkeit im Kern von Mega Upload lässt sich ganz direkt ausdrücken. Die Beweise laufen auf ein einfaches Betrugssystem hinaus. Es war kein Anbieter eines passiven Mediums, sondern eine riesige Festplatte für urheberrechtsverletzendes Material. Christine Gordon repräsentierte die Vereinigten Staaten. Sie wurde mit Sicherheit vom Justizministerium instruiert. Und die USA haben vollen Einsatz von ihr bekommen. Wir haben gute Einblicke in die Gedanken und das Verhalten der Beklagten hinter den Kulissen und in ihre Kommunikation untereinander. Herr Ortmann sagte im Privaten, Urheberrechtsinhaber würden herausfinden, ich zitiere, dass wir nicht das passive Medium sind, das wir vorgeben zu sein. Bram van der Kolk staunte über die Position, die sie erreicht hatten, und sagte wörtlich, wenn die Inhaber von Urheberrechten wüssten, wie groß unser Geschäft wirklich ist, würden sie bestimmt versuchen, etwas dagegen zu unternehmen. Sie haben keine Ahnung, dass wir jeden Monat Millionen verdienen. Ortmann sagte zu van der Kolk, Zitat, wir haben manches richtig gemacht. Wir haben den Betrug lange Zeit erlaubt und unser Wachstum befeuert. Ich war überrascht. Der ganze Gerichtssaal schwieg. Alle hielten überrascht inne. Um den 16. August sagte Kim.com zu Herrn Ortmann auf Deutsch, irgendwann wird mal ein Richter davon überzeugt sein, wie böse wir sind. Und dann stecken wir in Schwierigkeiten. Objektiv übersetzt sollte es lauten, weil an irgendeinem Punkt ein Richter davon überzeugt werden wird, wie böse wir angeblich sind, und dann haben wir den Schlamassel. Die USA konnten die Beweise auswählen, die sie präsentieren wollten. Sie waren sehr wählerisch und voreingenommen bei dem, was sie unserem Gericht vorlegten. Außerdem wurden viele der Unterhaltungen in einer Fremdsprache geführt, auf Deutsch. Infolgedessen verließen die USA sich auf Übersetzungen, die falsch und irreführend waren, wie wir zeigen konnten. Euer Ehren sollte heute Morgen diesen Hefter erhalten haben. Ein Teil von Abschnitt 101b wird in dem Antrag auf Seite 65 dargelegt. Der 21. Oktober in dem roten Hefter. Sie müssen verstehen, dass dieser Richter mit tausenden Seiten an Anträgen der US-Regierung bombardiert wurde. Die haben ihn praktisch mit Material überflutet. Und ich weiß, dass er den Fall überhaupt nicht verstand. Er hatte keine Ahnung vom Internet oder Urheberrecht. Einmal fragte er, ob Mega ein Kau-Speicher sei. Nicht Cloud-Speicher, Kau, Kuh-Speicher. Die Anhörung war ziemlich frustrierend. Wir hatten uns stundenlang vorbereitet und großen personellen und finanziellen Aufwand betrieben, um eine glaubwürdige Verteidigung gegen die Auslieferung zu erarbeiten. Und die meisten unserer Argumente wurden vom Gericht nicht berücksichtigt. The
Die überwältigende Beweislast, die der Antragsteller präsentiert hat, begründet einen prima facie Fall mit einer Antwort für alle Beklagten in allen Anklagepunkten. Das Gericht befindet alle vier Beklagten für auslieferungsfähig. Die Zeit hat Mega Upload überholt. Es wird immer solche Dienste geben, aber ich glaube nicht, dass sie je wieder ein breites Publikum erreichen. Es wird kaum noch raubkopiert. Die Tech-Branche hat immer gesagt, wenn ihr eure Produkte einfach und günstig legal zugänglich macht, gibt es keine Raubkopiererei mehr. Das haben sie getan. Sie haben die Botschaft verstanden. They've gotten the message. Was bringt es noch, ihn ins Gefängnis zu stecken? Nutzt sein Wissen, macht ihn zu eurem Partner. Ihr habt doch schon sein Geld. Richtet euch nach den Paten. Halte deine Freunde nahe bei dir, aber deine Feinde noch näher. Es gibt sehr gute Gründe dafür, das Raubkopieren von Inhalten zu verhindern, sodass Künstler und die Firmen, die sie unterstützen, damit Geld verdienen. Gleichzeitig dienen aber die Mechanismen, mit denen wir das durchsetzen, auch der Zensur und der Unterdrückung von Meinungsfreiheit. Wir bewegen uns hier auf ganz dünnem Eis. Das ist gefährlich. Es geht nicht mehr darum, was richtig ist, sondern darum, um jeden Preis zu gewinnen. Sie wollen mich klein machen. Das ist alles, was für sie noch zählt. Aber sie haben sich den Falschen ausgesucht. Denn mich kriegen sie nicht klein. Ich werde gewinnen.